So. Ich habe mir ein bisschen was hergestellt, ein bisschen was gebaut, ein bisschen was weitergemacht. Jetzt wollen wir das Ganze mal her tun. Ach so, den könnte ich auch mal her tun hier. Ich fürchte nur, der S Plus wird nicht sehr viel Platz haben. Nicht so viel wie mein normaler. Aber okay, was soll's. Wo stellen wir denn den hin, den Fabricator? Die Drehbank. Hier. Guckt die zum Fenster raus? Nein, die hat noch Platz, das ist gut. Ohne Energie, ja, das können wir ändern. Was hat's denn? Ja, ein bisschen weniger Inventar als meine Big Fabricator, den ich habe, oder Large Fabricator. Der hat 500er Inventarplatz, der hat nur 300er. Naja, gut, dafür mehr Lebenspunkte und eben wieder abzubauen und sonst was. Ja, okay, was soll's. Ist recht. Ja. Ich kann sogar schon Tech. Wie geht denn das? Ich habe da doch gar keinen Tech. Achso, ja, könnte ich theoretisch. Mir fehlt aber das Element dazu. Ja, das wird witzig, Element sammeln. Jetzt Punkt 2, ich habe mir das hergestellt. Und da stelle ich mir jetzt gerade die ganze Zeit schon diesen Superdünger her. Wir wissen ja schon, ich glaube auch Lila hat es schon gesehen, den letzten Durchlauf auf der Insel, auf The Island, wo ich eigentlich auch noch weitermachen muss. Wenn ich das reinfülle, ist ja sofort fertig. Boom. Dann sind da, was weiß ich, 100 Pflanzen jeden Typs drin. Ja, je nachdem, was ich da alles einpflanze. Also ein bisschen krank. Machen wir aber. Außerdem habe ich mir den Friendly Beehive geholt. Der hat einen Vorteil, ich kann Honig rausholen. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, bewässert der meine Pflanzen. Das ist nett. Ja. Ich habe jetzt am Gewächshaus noch kein Dach drauf. Das müsste man noch ändern. Kriegen wir hin mit der Zeit. Jetzt erstmal. Rin. Also ändern wir überall noch die Transparenz. Das da. Oder One Way In. Oder ja, so. So, genau. Okay, dann. Das Letzte. Hier können wir es nicht. Ja, da kriegt man irgendwie nichts rein. Ich weiß nicht warum. Wir lassen es trotzdem einfach mal so stehen, wie es ist. Transparenz ist so. Das passt dann schon. Das ist das Richtige. Wenigstens mal überall, wo ich etwas draufstelle, will ich, dass das mit der Transparenz hier nicht mehr ist. Weil warum soll der Boden transparent sein? Das ist ja Blödsinn. Von unten könnte ich raufklotzen übrigens, ne? Das sagt diese komische Code, der da steht, ne? One way out, bla bla in. Ja, ist recht. Will ich aber nicht. Wenn ich wiederum das nehmen würde, kann ich eben jetzt komplett durchklotzen, könnte aber von unten nicht raufklotzen. Ja, toll. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Egal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, wie mir das vorstellt. So, jetzt nehmen wir uns erstmal schnell die Beete. Wo sind sie denn da? Es sind S Plus, genau, die sind geändert worden. Richtig. So, ja, Stack Apple, genau. Und dann baller die mal da drauf. Jetzt habe ich natürlich folgendes Problem. Da kann ich es nicht hinstellen, weil, ne, wir sehen ja warum. Haha, ich könnte es da unten hinstellen. Na, ganz toll. Das will ich aber eigentlich nicht. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, kriege ich da nichts hingestellt. Ich weiß nicht warum. Aber, naja. Lass mal einen Abstand. Machen wir hier noch. Habe ich jetzt einen Dünger rein schon oder was? Ach ja, tatsächlich. Naja. Treibhauseffekt 0 ist natürlich schlecht. Also, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall ein Dach drauf machen. Weil der Treibhauseffekt besagt ja, dass da entweder schneller oder mehr, ich glaube, mehr rauskommt. Das wollen wir dann schon haben. Ja, gut, dann muss ich mir jetzt schnell das Dach noch draufballern. Was ich aber noch vorhabe, ist eben dieses Ding probieren, den Bienenschwarm. Und den probieren wir jetzt gleich noch aus. Das gucken wir uns an. Ja, die Metrodon habe ich ja jetzt. Das heißt, ich könnte mit seinem Galli zähmen. Ja. Drei könnte ich mir auch zähmen. Könnte ich ja schon lange, weil ich habe ja den Pachi. Der ist für Dreik. Weil ich habe ja ein männliches Dreik nur. Ich bräuchte ein weibliches, damit ich Dreik Eier kriege. Weil mit Dreik wird es weitergehen. Außerdem könnte ich züchten dann, das ist klar. Gut, dann stellen wir jetzt den Bienenschwarm auf. Stellen wir den mal da so in die Mitte. Friendly Beehive. Hergestellt. Ich habe den noch nicht aufgestellt. Das werden wir jetzt tun. Wo ist er denn jetzt? Friendly Beehive, wo ist denn jetzt der bescheuerte Friendly Beehive? Sag, bin ich doof? Da! Hier. Produce honey and waters nearby crops. Platzieren. Ich weiß nur nicht, was nearby ist. Das ist mein Problem. So. Nicht bewässert. Okay, schade. Es reicht nicht. Okay, dann würde ich den wieder aufheben.
Domesticated Beehive. Da ist aber halt keine Königin drin, ne? Ach so, provide rare flowers to keep the hive produce. Ich musste rare flowers rein tun, okay. Umbenennen, Show Watering. Ja, Show Watering Range, genau. Na, das ist doch groß. Ach so, da funktioniert das auch nur, wenn ich. Aha. Wenn da was drin ist. Das kann natürlich sein, ne? Dass da erst seltene Blumen rein müssen. Na gut, ich habe relativ viele seltene Blumen. Ich kann mir noch mal ein paar farmen. Was soll's denn? Könnte man machen. Gut, weil das reicht ja locker von der Reichweite fürs gesamte Gewächshaus und sogar mehr. Ja, da würde ich jetzt hier noch irgendwo hinstellen, dann dieses super Beet, das habe ich auch schon hergestellt. Ich müsste es nur noch eben aufstellen. Das machen wir gleich. Moment. Machen wir gleich. Ich glaube, da ist was fertig konvertiert. Ich bin gespannt, ob es funktioniert hat. Wie ich mir das vorstelle, das weiß ich immer noch nicht so richtig, ob das alles klappt. So, was machen wir denn mit dir? Schaden. Kannst du mal tanzen? Oh, kannst du um deine Scheiße tanzen? Gib mir das, danke. So, ja, ihr alle, wie gesagt, Maschine sowieso wird mitgenommen. Mittlerweile dürfte er auch ganz gut geheilt sein. Oh ja, dem geht's ganz gut. Der würde mitgenommen werden, um. Ja, doch. Mensch, ein Rex ist das größte Tier, was ich mitnehmen darf. Also würde ich einen Rex auch mitnehmen. Das würde ich machen. In den. Na, sag schon. In die Höhle, ne? In die Arena. Wo wir in dem Fall leider mit zwei Gegnern zu tun bekommen werden. Mit der Brutmutter und mit einem Manticore auf einmal oder irgendwie so. Oder Brutmutter und Drachen auf einmal. Irgend so ein Scheiß war das. Nicht angenehm, aber okay. Der hat fast 400.000 Leben, das reicht. Der hat jetzt fast 300.000. Mein Bär damals, der so verprügelt wurde, hatte 150.000 und hat die Spinne alleine fertig gemacht. Alles wird gut. Passt schon. Jetzt hast du schon wieder. Du legst Eier auf ganz komische Art und Weise. Weißt du das eigentlich? Das steckt in deinem Panzer. Ist das nicht unbequem? Ich würde mir Sorgen machen, Mädel. Ach Mensch, jetzt. Ah, du hast ja noch mehr. War das nicht, hat es nicht auch ein bisschen geschmerzt, so die ganze Zeit den riesen Bollen da drin zu haben? Also ich weiß ja nicht. Ich würde mal in meiner Scheißtechnik arbeiten, ehrlich. Das kann doch nicht gesund sein. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Ach, du hast auch noch ein Level-Up, das ist schön. Dich kann man langsam echt gebrauchen. Mit dir kann man jetzt mal was machen. 2,5, du hast, glaube ich, mehr Gewichtskapazität als ich. Yo, definitiv, cool. Mit dir kann man jagen gehen. Ja, ist gut, Mensch. Reg dich nicht so auf. So. Jede Menge Dünger sowieso noch dabei. Ja, hab ein bisschen Chitin gefarmt. Muss ich auch noch verteilen. Weil dann geht es ab. Dann kann ich mal loslegen und kann wieder Chitin herstellen, Zement herstellen. Brauche ich unbedingt. Hilft ja alles nichts. So, aber jetzt holen wir trotzdem noch schnell. Aha. Den Mist, den ihr hier fallen gelassen habt, warum denn nicht? Kann ich mir gleich mitnehmen. So, wo ist jetzt mein Vogel? Habe ich da hingeschmissen. Okay, komm her. Ach, du hast ja einen auch noch geschissen. Ach, ist mir jetzt egal, ob du geschissen hast. Weil da drüben in der Crafting Station, die ich auch noch mit nach drüben bringen muss, eigentlich, ist noch was, was ich gerne hätte. Blub, erstmal kacken. Jetzt wird gekackt. Das erinnert mich an. Wer kennt den Film? Snitch? Snatch. Snatch heißt. Schweine und Diamanten. Mit der, ja, Moment, darf man ja nicht sagen, Sinti- und Roma-Familie, ja. Um es politisch korrekt auszudrücken. Die da aber natürlich wirklich sogar schön, richtig schönes Vorurteil sind, ein, ja, Mafia-Clan. Ja, das sind Alu, ganz interessant, aber Problem ist, bis ich ein Alu kriege, brauche ich erstmal einen Diplodokus. Außerdem sind die zwei relativ low. Wenn die auf mich zukommen, ja gut, dann werde ich sie halt töten. Die haben zwar eine super geile Färbung, aber taugen leider nichts. Haben die mich bemerkt? Nee. Ah, diesmal hat es geklappt, dass ich nur den Busch erwisch.
Das letzte Mal habe ich den ganzen Baum mitgenommen. So wie jetzt. Nee, nee, nee. Ist doch sinnlos irgendwie. Aber gut, man sieht ja auch nichts. Man sieht ja mal gar nichts. Ja, da holst du leider keine seltenen Blumen raus, glaube ich. Das Problem ist, ich müsste echt irgendwie so Spots finden, wo es seltene Blumen gibt. Und ich glaube, das hier sind auch keine seltenen Blumen, oder? Sieht irgendjemand seltene Blumen? Nein, ich sehe keine. Es gibt schöne Saat, aber da war jetzt eine drin. Okay. Immerhin drei Stück. Seltener Pilz. Wie auch immer da seltener Pilz reinkommt in den Scheiß. Okay. Also das hier sind schon seltene Blumen da, aber das sind zu wenige. Habe ich jetzt dich getroffen? Angela, habe ich jetzt dich getroffen? Nee, alles gut. Du wolltest nur mal vor dich hinkrummeln. Naja. Machen Sie mal, Frau Merkel, krummeln Sie mal ein wenig. Ich glaube, da hat das Volk ein bisschen mehr Recht dazu zu krummeln. So seltene Blumen habe ich anscheinend echt sowieso bei dem gar nicht drin, sondern habe ich mit dem anderen reingeballert. Na gut. Ja. Wieso mache ich hier noch rohen Fisch und Filet und so ein Scheiß drin? Bin ich ein bisschen behindert? Ja, okay, natürlich, ein bisschen bin ich das, weil sonst wären nicht manche Sachen so, wie sie sind, aber. So, was wollte ich mitnehmen, Mann? Ah, meine Planting Station hier. Hydrocrop Plant oder wie das Ding heißt. Yo, her damit. Dankeschön. Arrivederci, bye bye. Wir fliegen. Abflug. Ja, Metro, dann habe ich jetzt einfach so stehen lassen. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Ist mir auch scheißegal. Ich habe das Recht, mir Kibbel zu machen. Ist das da hinten ein weißer mit einem roten Streifen drin oder ist das so ein roter? Oder ist das so ein geil roter oder ist das. Ja, bis ich wieder da bin, ist er wieder tot wahrscheinlich. Es könnte auch ein Mod sein. Ein Mod-Airdrop. Die leuchten auch manchmal so ganz komisch. Der ist nicht richtig rot, der ist ganz komisch. Das ist so ein. Aber die sind teilweise echt wertvoll. Das könnte ein überragender sein. Ach du Scheiße, da ist ein Alpha. Ja. Also mit dir wäre das jetzt falsch. Tschüss. Weil du würdest ja keine Erfahrung gewinnen. Ich meine, den Alpha würde ich gerne mitnehmen, aber mit dem hier ist Unsinn. Wenn, dann müsste ich ein Tier nehmen, was noch leveln muss. Peter zum Beispiel, den ich nicht mehr finde, ist der echt gestorben? Das wäre jetzt super scheiße. Aber es sieht mir so. Ja, warte mal. Das finde ich doch raus. Über den Stamm. Stammesverwaltung oder Logbuch oder so. Da gibt's doch irgendwas. Hier. Wurde vom Direwolf getötet, das ist klar. Dein Haus. Real Housewife, ja, das ist klar. Blue wurde getötet, ja, auch das kennen wir. Baby Giftworm übernommen. Nein, ist nicht tot. Da muss der irgendwo rumschwirren. Ich verstehe zwar nicht mehr, wo, aber er lebt noch. Weil sonst kriegt man eine Nachricht. Hätte ich schon längst drauf kommen können, dass ich den mal suchen kann, so. Ja, da muss der irgendwo sein. Ich verstehe zwar nicht, wo er rumgammelt, aber naja, irgendwo ist er. So. Und das Ding würde ich zum Beispiel. Nee, ich möchte es gern drehen. Kann ich das nicht drehen irgendwie? Was ist das für ein Bullshit? Kann ich. Das ist doch scheiße. An sich ist es ja cool, dass man den jetzt hier so, ne, ranflanschen kann und, oder was weiß ich was, aber. Also wenn doch, dann bitte. Na warte mal, erstmal. Transparenz, so bitte. Dann ist es okay. Holla die Waldfee, schon wieder Sturm. Ja, stell halt dahin, was soll's. So, ist nicht bewässert angeblich, jawohl. So, wir können jetzt hier reinballern, die seltenen Blumen, die habe ich ja deswegen mitgenommen. Bitteschön. So. So, und jetzt müsst ihr nämlich bewässern auch. Genau. Es steht zwar hier nicht bewässert, aber das stimmt nicht. Es wird durch die Bienen bewässert. Ist das geil? Also es hat halt keine. Da, jetzt sieht man auch die Bienen fliegen. Und die stechen mich aber nicht. Ja? Auch wenn ich keinen. Ich trage ja im Moment sogar Gili, fällt mir gerade auf. Wäre ja alles in Ordnung. Aber da könnte ich so oder so ran. Die stechen mich nicht. Ja? Und hier auch, also es ist kein Rohrsystem angeschlossen, deswegen sagt er nicht bewässert. Aber es ist natürlich Quatsch, weil wie gesagt, die Bienen verteilen jetzt Wasser. Das ist geil. Cool. Gefällt mir ein bisschen.
Okay, mein Gewächshaus steht im Prinzip, ja, tatsächlich jetzt ein bisschen Wind. Ich müsste jetzt halt, also so Schneestürme oder so ein Scheiß. Ich müsste jetzt ein Dach draufsetzen. Müsste da noch viel mehr seltene Blumen reinballern, weil ich nehme an, da brauche ich viel, viel mehr von. Ja, muss meine Viecher leveln und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part beim Zähmen. Entweder ein Galli oder Trike oder was ich auch darf, ist Mammut. Was ich nicht darf, ist Volley Rhino, weil dafür brauche ich irgendwas Galli sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, wie gesagt, ein Volley Rhino darf ich noch nicht. Das Nashorn, ne? Können wir vergessen. Der Rest, alles gut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, ich bin auch wieder besser zu verstehen. Ich sollte einfach nicht nachts aufnehmen. Das ist. Ja, naja, blöd. Um so zu sagen, ach Mensch, lass mich los. Ich will doch nur deine Scheiße aufsammeln. Will doch deinen Stall bloß ausmisten, Junge. Okay, also bis dann. Nein. Ah, du hast auch einen Aufstieg? Schön.